Und dann war eigentlich die Antwort der Moderne, wir trennen die Funktionen. Der Weißenhof ist eine reine Wohnsiedlung und da unten am Neckar sind dann die großen Werke und Fabriken. Und diesen Aspekt, das haben wir jetzt gelernt, den müssen wir überwinden. Also wir müssen die Dinge wieder näher zusammenbringen. Hallo und herzlich willkommen hier beim Stadtgespräch im Stadtpalais Stuttgart. Mein Name ist Stefanie Habel, ich bin Registrar und zuständig für das Sammlungsmanagement hier im Stadtpalais Stuttgart. Ich darf heute ganz herzlich Andreas Hofer bei uns begrüßen. Guten Tag, Herr Hofer, vielen Dank, dass Sie gekommen sind. Das freut mich sehr. Sie sind der IBA-Intendant im Moment hier in Stuttgart, der internationalen Bauausstellung, die von 2017 bis 2027 läuft. Und 2027 ist ja nicht nur für Sie und die IBA ein ganz tolles Jahr, ein ganz toller Moment, sondern auch für Stuttgart historisch sehr wichtig. Da entstand nämlich vor 100 Jahren die Weißenhofsiedlung im Rahmen der Werkbundausstellung. Die Idee, wird ja gesagt, entstand damals im Atelier Willi Baumeisters mit Mies van der Rohe. Und vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen, was so besonders an der Weißenhofsiedlung ist und die Geschichte der Weißenhofsiedlung. Ich würde gerne sogar noch ein bisschen weiter zurückgehen. Gerne. Die Weißenhofsiedlung war so ein Fanal. Da wurde ganz vieles plötzlich sichtbar. Aber es gab natürlich schon, eigentlich seit der Jahrhundertwende, gab es diese Frage, wie sieht eine industrielle Zeit, wie sieht eine industrielle Stadt aus? Es hat sich wahnsinnig viel verändert. Es kamen ganz viele Menschen natürlich auch in die Stadt. Wohnungsnot seit da eigentlich ein Thema. Und da gab es viele Reformbewegungen, viele Experimente. Der Erste Weltkrieg, alles kaputt. Und dann nachher ist das eigentlich wie explodiert. In der jungen Sowjetunion, hier in Deutschland. Man hat sich wirklich dann versucht, offensiv mit diesen neuen Themen auseinanderzusetzen und die Industrie auch zu nutzen, um den Wohnungsbau und den Städtebau zu reformieren. Also wie können wir diese Kräfte, die sich da entfaltet haben, die das Leben der Menschen verändert haben, die viele auch neue Schwierigkeiten produziert haben, wie können wir die ins Positive wenden? Und das Großartige ist natürlich, dass dann auch Leute, Architekten aus verschiedenen Ländern hier zusammenkamen und diese bis da erst so in einzelnen kleinen Versuchen sichtbaren, das neue Bauen hier gezeigt haben, in einer auch nicht riesigen, wir reden von 60 Wohneinheiten, aber doch in einer exemplarischen Siedlung und eben auch in dieser Vielfalt. Und das ist ja dann auch ein Format, das so begeistert hat schlussendlich, dass diese Bauausstellungen zu einem wichtigen kulturhistorischen Teil von Deutschland geworden sind. Das hat ja wahrscheinlich nicht nur positive Reaktionen mit her eingebracht, oder? Stuttgart hat sich mit der Idee nicht wirklich, sagen wir es mal, angefreundet. Es gab ja auch Gegenstimmen. Es war eine Kontroverse. Also wenn du die Zeitungsartikel, die auch die Kommentare von Besuchern der Ausstellung aus der Zeit liest, gab es natürlich auch massive Ablehnung und nein, diese kahlen Räume und diese kalten Materialien. Und ich bin ja da quasi in der Ausstellungsvitrine, wenn ich in so einem Haus wohne, da gab es massivste Ablehnung. Aber auch ein großes Interesse. Also 500.000 Menschen haben diese Ausstellung besucht, das muss man sich mal vorstellen. Die Häuser waren ja leer während der Ausstellung, sie wurden gebaut, nachher erst vermietet und bezogen. Und während der Ausstellung waren sie ausgestattet von Designern, Designerinnen. Man hat dann auch gezeigt, wie die neuen Möbel aussehen, wie die neuen Farben, die neuen Oberflächen aussehen. Und die Leute konnten da quasi durch die Vorgärten, durch diese Häuser durchspazieren, sich das anschauen, sich damit auseinandersetzen. Es gab auch Begeisterung, aber für viele Leute war es natürlich ein Schock. Ja, und dann gab es den Gegenentwurf der Kochenhofsiedlung, zu der es bei uns auch in der Dauerausstellung ein Foto gibt. Und es wurde ja dann auch von den Nationalsozialisten quasi aufgegriffen, ne, als neues Projekt. Wir schauen es heute ein bisschen differenzierter an. Also natürlich könnte man sagen, die fortschrittlichen Modernen haben den Weißenhof gebaut und dann kamen die dumpfen Nazis und haben den Kochenhof gebaut. Es gibt aber, so eindeutig ist es nicht. Also auch beim Kochenhof hat man zum Beispiel versucht, mit industrieller Holzbauweise, was ja aktuell wieder ein ganz großes Thema ist,
zahlbaren Wohnraum für den unteren Mittelstand herzustellen. Mhm. Es gab auch formal, wenn man es dann näher anschaut, schon auch Parallelen. Natürlich der große Streit, die einen machen Satteldach, die anderen machen Flachdach. Mhm. An solchen Dingen hat man es dann aufgehängt. Aber selbstverständlich, mit dem Erstarken der Nazis wurde dann diese weiße Moderne auch zu einem Feindbild. Es gab ja dann auch diese berühmte Postkarte, die den Weißen Hof als Araberdorf dargestellt hat. Also da kamen dann ganz viele Dinge zusammen. Wie ist es denn heute? Die Weißenhofsiedlung ist ja, finde ich, in Stuttgart geradezu aktuell, weil man natürlich schauen muss, wie kann man neu und wirtschaftlich bauen? Wie modern wollen wir sein oder wie modern müssen wir bauen? Weil es natürlich auch in Stuttgart Wohnungsnot gibt und auch wenig bezahlbare Wohnungen. Wie ist es jetzt in Stuttgart? Wie wohnen wir zurzeit oder wie wohnen wir demnächst? Sie ist aktuell und gleichzeitig müssen wir sie aber auch überwinden. Ja. Also die Moderne hat natürlich das Credo gehabt, die Funktionen zu trennen. Also das ist verständlich aus der Zeit, diese Fabriken, die machten Lärm, die waren auch eine riesige Umweltbelastung natürlich. Und dann war eigentlich die Antwort der Moderne, wir trennen die Funktionen. Der Weißenhof ist eine reine Wohnsiedlung und da unten am Neckar sind dann die großen Werke und Fabriken. Und diesen Aspekt, das haben wir jetzt gelernt, den müssen wir überwinden. Also wir müssen die Dinge wieder näher zusammenbringen. Der zweite Aspekt, den wir überwinden müssen, und wo wir einfach gescheiter sind jetzt, konnten ja auch lernen von den anderen, das ist natürlich dieses Passgenaue. Hinter den Wohnkonzepten am Weißenhof standen ganz konkrete Vorstellungen einer Gesellschaft. Das war zwar fortschrittlich, aber es war natürlich völlig klar, dass die Frau zu Hause ist und die Kleinfamilie eigentlich die gesellschaftliche Form. Und um die herum wird dann eigentlich die Wohnung gemaßschneidert. Und das haben wir natürlich gelernt, dass dieses Koppeln von Lebensstil und architektonischer Gestalt zwar eine gewisse Effizienz vielleicht hat, aber dann diesen Lebensstil auch zementiert. Und plötzlich wird das maßgeschneiderte Gehäuse zum Gefängnis. Ja, stimmt. Und aus dem möchten wir rausbrechen, beziehungsweise wir haben heute, glaube ich, das Gefühl, dass wir so unsicher sind über das, was uns die Zukunft bringt, dass wir eigentlich Gebäude entwerfen und bauen müssen, die eine gewisse Elastizität für zukünftige gesellschaftliche Entwicklungen haben. Die müssen wir aber rationell und industriell vermutlich teilweise auch produzieren. Da ist ja erstaunlich wenig gegangen in den letzten 100 Jahren. Wir haben über die Zeit gesprochen, von der ersten Idee zum Weißen Hof bis zur Eröffnung der Ausstellung dauerte es ein Jahr. Das ist heute unvorstellbar. Ja. Bei allen anderen Konsumgütern, Produkten erleben wir enorme Effizienz- und Geschwindigkeitsgewinne. Beim Bauen ging es fast ein bisschen in die andere Richtung. Wobei wir auch lernen können vom Weißen Hof, dass Technologien natürlich auch gefährlich sind. Ja. Häuser sind sehr dauerhafte Strukturen, also die Dauerhaftigkeit des Materials, auch vielleicht die Anpassungsfähigkeit, die Reparierbarkeit, die spielt eine relativ große Rolle. Das leisten Konsumgüter nicht, müssen sie häufig auch viel weniger. Und wenn man dann eins zu eins solche moderne Fertigungstechniken auf den Bau überträgt, kann man auch zu einem noch schlimmeren Abfallproduzenten werden. Okay. Deshalb gibt es auch die andere Richtung. Also, und ich glaube, das ist richtig, dass wir quasi wie von der Stadt als robuster Struktur sprechen. Wir lieben alle diese Häuser aus der Gründerzeit. Und die müssen wir aber vielleicht ergänzen mit adaptiveren, schnelleren, leichteren Strukturen und so schlussendlich ein Gefüge schaffen, in dem jedes Material seine Berechtigung hat, auch seine Bedeutung, vielleicht auch seine Dauerhaftigkeit. Wenn es uns gelingen würde, die Lebensdauer von Häusern wieder auf 200-300 Jahre zu erhöhen, dann würden sich viele dieser Ressourcenprobleme auch lösen, wenn du nicht permanent eigentlich die Stadt neu baust und abreißt. Also da glaube ich, muss man wie neue Gewichte, man könnte vielleicht auch sagen, so ein Standbein der robusten Nachhaltigkeit und ein Spielbein der permanenten Adaption und Neuerfindung entwickeln. Und in diesem Zusammenspiel wird es dann richtig faszinierend.
Ist es so, dass man viel mehr auch fragt, was die Leute sich wünschen? Ist es, dass man viel mehr darauf eingeht, also sich die Stimmen holt? Weil ich hatte so das Gefühl, bei der Weißenhofsiedlung war das so ein bisschen die Idee, wir haben eine Idee, wir wollen das neue Wohnen demonstrieren und wir stellen eigentlich dahin, was wir uns so vorstellen, als Architekten, als vielleicht auch als Künstler. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, da wurde ein bisschen wenig gefragt, was möchtet ihr denn oder wo möchtet ihr denn gerne wohnen? Das waren natürlich diese klassischen männlich geprägten, wir wissen, was ihr zu tun habt und dann bietet man da quasi die moderne Welt den Leuten an, was ja dann auch zu entsprechenden Reaktionen geführt hat teilweise. Das macht man heute nicht mehr so. Beteiligungsprozesse sind Teil der Planungskultur geworden, sind auch ein Teil, weshalb heute die Dinge wirklich sehr viel länger dauern. Mhm. Für mich, der ja von außen in dieses System Deutschland, Stuttgart hineingekommen ist, war es eigentlich ein bisschen schockierend festzustellen, dass Beteiligung, aber häufig eben auch, wer könnte denn gegen ein Projekt sein, bedeutet. Also man bringt eigentlich die Leute auf den Platz, die in der Nachbarschaft wohnen, die eigentlich kein Interesse an Veränderung haben, weil sie haben ihre Wohnung ja schon. Mhm. Und dann wird Beteiligung natürlich zu einem destruktiven Prozess. Das ist ein Teil unserer Aufgabe, glaube ich, den Leuten auch wieder Lust an Veränderung zu machen. Du wirst das Wohnungsproblem, den Wohnungsmangel in Stuttgart nicht lösen, wenn man nichts baut. Ja. Also da gibt es dann halt auch ein Abwägen von verschiedenen Bedürfnissen. Ich selber bin ein sehr großer Freund der dichten urbanen Stadt. Mhm. Ich glaube, das kann auch Spaß machen, das kann auch Nähe bringen, aber ich erlebe hier natürlich häufig in Diskussionen eine große Angst auch vor Veränderung, auch vor Neubauten. Mhm. Und dann gibt es noch die S21-Geschichte, die das Verhältnis zur Bauwirtschaft auch nicht unbedingt entspannt hat in dieser Stadt. Dann vielen Dank. Vielen Dank für das tolle Gespräch. Danke an euch und auf Wiedersehen. Ich danke auch.